Hallo, hier ist der Profi-Metzger Ralf. Heute werde ich Ihnen zeigen, wie ich ein Schweinsgeräte auslöse. Und zwar, da habe ich zwei Schweinsgeräte. Da handelt es sich dabei um ein Schweinsgeräte, kurz WG. WG heißt wie gewachsen und kurz, dass der Schopf nicht dabei ist oder der Nacken, der ist abgeschnitten worden. Was sehe ich da noch? Schauen Sie mal, wenn Sie heute ein Schweinsgeräte kaufen, da gibt es ein hartes Karree und ein waches Karree. Das harte Karree ist da, wo die Knochen sind. Schauen Sie. Da kaufen Sie mehr Knochen. Wenn Sie es aussuchen können, nehmen wir es lieber so eins, das weiche Karree, wo keine Knochen drin sind. Da fehlen die Dornenfortsätze, weil die sind da drauf. Aber jetzt fangen wir mal an. Da befindet sich das Schweinsfilet, Schweinsfiletkopf, Schweinefilet, das schneiden wir als erstes raus. Sie fangen von der Seite an, von der Seite daher. Messer. Immer schön am Knochen entlang. Schauen Sie, da hinten sind die Dornenfortsätze, die kurzen Lendenwirbel. So wie das Schwein ist nicht ganz korrekt gespalten worden. Normal müsste das mehr in der Mitte sein. Da liegt da die harten Knochen. Jetzt schneiden Sie da von Anfang her schön am Knochen entlang. Jetzt schneiden Sie, da sind die langen Karree. Jetzt setzen Sie das Messer da an. Nicht von der Seite, weil da kriegen Sie keinen Schnitt durchgängig. Sie fangen von der Seite an, stellen Sie hin, schauen Sie, sehen Sie das? Da stelle ich genau am Knochen runter. Bin durch, schon. Da schneiden wir weg. Jetzt schneide ich hinten die. Die kurzen Wirbel. Und jetzt macht man Folgendes. Jetzt schneiden wir es einfach mal raus. Einfach mit dem Messer her. Dass keine Knorpel drin sind. Sehen Sie? Da schneiden wir weg. Das sind auch die Schwerrips, da schneidet man mit der Säge ab. Und das sind die Knochen. So wird es heute ausgelöst. Das war früher, wäre das so nicht gegangen. Ich werde einmal zeigen, wie man das früher gemacht hat. Jetzt schneide ich das zu. Das ist ja gerade. Da schneide ich einmal das auch gerade. Da schneiden wir das gerade. Schaut, da ist noch ein Knorpel, der kommt weg. Das ist Wurstfleisch. Und da schneiden wir auch gerade. Und da haben wir einen kleinen Knorpel noch hinten raus. Schaut. Und so. Das wäre jetzt ein Schweinsgeräte Jung. Jung heißt mit Schwarte. So wird für Speck machen, wird er so verwendet. Das legen wir mal daher. Das legen wir daher. Da schneiden wir die Schwarten weg, das wird verwurstet. Das ziehen wir ab. Schauen Sie, ein kleiner Knorpel. Der war weg. Und da ist das Schweinsfilet. Da schneiden wir weg. Da schauen wir, da müssen wir mal schauen, mit dem Messer unter die Linie reinkommen. Das sieht man so aber. Die Haut. Da ist ein bisschen Blut drauf, das ist Wurstfleisch. Ja, da schauen wir, da haben wir wieder einen Knorpel drauf, da mal weg. So. Dann stellen wir das da.
Und da ist der Schwanz für dich. So, das ist das gleiche noch einmal, aber jetzt werde ich den Hinternteil schön auslösen, so wie wir es früher vor 40 Jahren gelernt haben. Wie da ist er, da hat der Knochen ja komplett weiß sein müssen. Dann haben wir das ausgeschnitten. Das Filet, dann hat man die kurzen Lendenwirbel, hat man ausgeschält. Da wird es wahrscheinlich nicht mehr viel geben, die sich daran erinnern, wie man das gemacht hat früher. Aber es war früher Standard so. Dann hat man Streuer genommen und die ausgeschält, schaut, die jeden einzelnen. Da hat man die einzelnen, das habe ich jetzt kein Ding da, keine Schlaufen, hat man die einzelnen rausgezogen. Das zeige ich anders mal. Da stellt man das wieder da her. So her, damit einer schlägt. Weil heute ist so, heute macht man Schwerrips. Das hat er vor 40 Jahren, hat man die Schwerrips noch gar nicht gekannt. Jetzt hat man das dann so rausgeschaltet. Das ist alles so lang, das habe ich schon so lange nicht mehr gemacht. Gell. Das wird halt nicht mehr. Und dann hat man da, wir sehen ganz genau am Knochen entlang die einzelnen, so wie es Ladung gefahren, fahren es da drüber war. Ich habe den Knochen sogar noch nachgeputzt. Das sind die Knochen. Ja, so sind sie ausgelöst worden früher alle. Wenn man anschaut, wie man das heute macht, gell, ist halt wohl ein Unterschied. Da sieht man wohl, dass es Verschwendung ist. Gell. Aber es war so. Auf was müssen wir da die Knorpel weggeschneidet? Da sind eine Knorpel drin. Das war alles viel Arbeit, aber Sie müssen denken, ich habe 1980 so lernen angefangen. Da waren noch die meisten Gesellen, die waren noch im Krieg. Die haben halt Not gehabt und einen ganz großen Wert gehabt. Und da ist das zugeputzt worden. So ist das. So ist das früher gemacht worden. Sieht man einen Unterschied, da ist die Kette drin und da ist es gerade geschnitten. Gell? Und wieder beim, wenn du was zuputzt, hast du die Schwarten drauf, fahren sie ein Messer rein und ziehen so her. Einmal durch. So ist eigentlich alles, aber Schweinebauch ist es eigentlich komplett egal. Das wird immer so gemacht. So. Also die Schwarten brauchst nicht wegschmeißen. Sie können da für Sülzen machen, für alle möglichen Sachen ist das geeignet.
Mal schauen, dass dort keine Knorpel drin sind. Und ein paar Schwarten schon. Schneiden wir weg. So, das ist weg. Ein Verlierer schneiden wir gleich weg. Ja. Jetzt ziehen wir die Autora. Und da war Schweinsfilet. So, sollte Ihnen das Video gefallen haben, freut mich, dass Sie es zugeschaut haben. Vielleicht habe ich Ihnen auch dabei helfen können, dass Sie auch gesehen haben, wie das geht. Es ist auch interessant, wie man es früher gemacht hat. Wenn Sie mich abonnieren, Daumen nach oben, würde mich freuen. Ihr Profi-Metzger Ralf.